Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blue Shadow. Ja, ich habe ja vor längerer Zeit hier mal weitergespielt und bin tatsächlich an dem Panzer, dem ja, Albtraumboss meiner Kindheit, vorbeigekommen. Wir sind jetzt direkt hier vor dem Panzer. Bis dahin habe ich schon wieder hochgespielt, ohne ein Leben zu verlieren, wohlgemerkt. Und ja, den werden wir jetzt platt machen. Ich habe schon einen erfolglosen Versuch hinter mir und bin da wieder gescheitert. Aber das kriegen wir jetzt hin. Und wenn ich den hab, dann gucken wir uns das neue Level an, was danach kommt. Erstmal muss man das hier unten platt machen, habe ich gerade eben bemerkt. Das ist nämlich clever. Wenn man das hat, kann man sich darunter verstecken. Vor diesen komischen Kugeln, der da runterkommt. So, dann aufs Auge. Und immer verstecken. Und das Ganze dann so 10.000 Mal wiederholen. Hört es ja, wann das kommt. Okay, das war seine schnelle Phase. Und jetzt hat er wieder die langsame. Einmal so. Verstecken. Auge. Verstecken. Jetzt kommt bum bum bum. So, oh, da kommt noch einer. Okay, mal gucken, ob jetzt wieder die schnelle kommt. Nee. Das heißt hoch. Rein. Oh, verdammt, okay, jetzt habe ich Mist gemacht. Egal. Einen kriegen wir noch rein. So. Ich denke noch so einen Run. Ah, okay, schnelle Phase. Man sollte auch nicht unter die Panzerketten kommen, das ist mir vorhin passiert. So. Darauf. So, langsame Phase, das ist gut. Und da haben wir ihn. Schön. So, und jetzt schauen wir uns das nächste Level mal an. Ich bin ein großer Fan dieser Kettenwaffe, muss ich sagen. Das Ganze wird wieder relativ kurz. Wenn ich sterbe, beende ich die Folge. Und ja, wir beginnen das jedes Mal quasi dann ab da neu. Nicht unbedingt ab diesem Boss, aber da ich so lange nicht gespielt habe, wollte ich es jetzt nochmal machen. So, was haben wir hier? Einen davon. Ah, Schwert will ich nicht. Wie gesagt, ich mag die Kettenwaffe lieber. Ah, diese blöden Beine von dem. Manchmal glitscht das und man erwischt die nicht. Ah. Mistvieh. Bleibt stehen. Oh Gott. Ah. Okay. So. So weit, so gut. Ich hoffe, da ist Leben oder sowas. Nein. Aber eine Kettenwaffenverlängerung. Oh Gott. So. Da muss man einfach schnell sein. Und das bin ich manchmal nicht. Jetzt müsste ich aber... Oh ja, natürlich, da kommt er da von oben runter. Logisch. Selbstverständlich. Warum auch nicht? Ah, aber da ist Leben. Jo, klar. Der wird mir jetzt wahrscheinlich einfach bis ins Ende aller Zeiten auf den Sack gehen da oben, ne? Kann er sich einfach mal verziehen? Hallo? Ich will da durch. Jetzt ist gut. Ja, klar. Es geht wohl nicht ohne Lebensverlust. Ja, ja, ja. Ja, das Spiel begeistert mich immer wieder. Mit seiner charmanten Freundlichkeit. Und wenig anspruchsvollen Schwierigkeitsstufe. So, ich glaube, das Level hatte ich ja das letzte Mal schon so ein bisschen angefangen. Ist schon wieder so lange her. Ich hätte ja jetzt einfach mal reingucken können, was ich das letzte Mal gemacht habe. Aber das habe ich nicht. Warum auch? Warum sollte ich mir die alten Kamellen von letzten Mal anschauen? Ah, Ninja-Sterne, das ist gut. Ich glaube, das letzte Mal bin ich hier irgendwo runtergesprungen. Fällt mir nämlich gerade ein. Jo, genau, spring auch noch rein. Ah, braucht der viele Sterne. So. Jo, das war super effizient.
vielleicht mal mit ein bisschen mehr Taktik. Auch wenn es mir, oh Gott, schwer fällt. Ich sollte mich um eine Autofeuerfunktion bemühen. Na ja, klar, erwischte mich. Ja, das Schwert. Das will ich nicht. Wie vermeide ich das Schwert? Naja, wir hüpfen mal drüber und haben es natürlich, klar. Das ist jetzt nicht so schön. Aber gut. Der wird jetzt, glaube ich, klein sein. Ja. Warum? So, hätten wir den auch. Jetzt haben wir die Kettenwaffe wieder. Gut. Nein. Geh weg. Hallo? Das trifft doch eindeutig. Ja. Das tolle Collision Detection hier. Ja, genau, du triffst mich natürlich. Ist ja logisch. Meine Güte. Ja. So. Oh Gott, wie lange kann es dauern, so einen kleinen, pupsigen Gegner in einem 1000 Jahre alten Spiel zu vernichten? Ja. Nein. So. Ninja Style. So. Ja, das Leben hat ein bisschen gelitten, aber... Ah ja, Boss. Eindeutig. Ah, toll. Die Teile können einen beschädigen. Das ist super. Ja, und er erscheint natürlich genau in mir. Klar. Ist der auch mal irgendwann hin? Oh ja, super, hervorragend. Erschlagen worden von den restlichen Teilen des Bosses. Selbst beim Sterben oder Zerfallen kann er mir noch schaden. Das ist ja wohl nicht wahr. Ja, das Continue kommt in der nächsten Folge, die ich jetzt unmittelbar aufnehmen werde. Dann würde ich sagen, bis gleich für mich und bis zum nächsten Mal für euch.